Fröhlich, ich komme aus Thüringen, habe mein Büro in Weimar und beschäftige mich seit 2011 mit der Akquise von Fachkräften aus dem Ausland und Flüchtlingen für die HBS-Firmengruppe im Saale-Orla-Kreis. Am wichtigsten ist es, die Teams vorzubereiten, dass irgendwann Leute kommen, die möglicherweise Sprachprobleme haben, interkulturelle Probleme haben. Das muss man aber aushalten. Und wichtig ist dann, einen langen Atem zu haben, um auch Rückschläge hinzunehmen. Und am Ende ist es ja wichtig, wir machen das ja nicht, weil wir so gerne ausbilden oder weil wir so gute Menschen sind. Wir machen das, weil wir hinterher die Arbeitskräfte brauchen. Das heißt, die werden hinterher angestellt. Und das nach der Ausbildung, das ist dann schon mal so ein Aha-Effekt, wo man sagt, wir haben es geschafft.